Am vierten Spieltag der Bezirksoberliga 3 der A-Junioren kommt es im Stadion Savoyeau zum Aufeinandertreffen des SC Eintracht Freising und des FC Schwabing. Die Gastgeber in den gelben Trikots von links nach rechts erwischen den besseren Start in diese Partie. Das ist Achilleas Sota, der den gestarteten Luca Brotloff bedient. Wir befinden uns gerade mal in der 8. Spielminute und schon führt Freising in diesem Spiel. Klasse gemacht von Brotloff, düpiert hier aus Spitzenwinkel Valentin Meyer und markiert sein 2. Saisontor im 3. Spiel. Freising ist ja nach 2 Spielen aktuell 3. Schwabing 5. wartet noch auf einen Sieg. Doch die Antwort der Gäste lässt nicht lange auf sich warten. Nur 2 Minuten später, das ist Simon Wächter, der sehr wuselig in dieser Anfangsphase agierte und hier zu Fall gebracht wird von Kilian Ziegeltrum. Schiedsrichter Etienne Fromm, bleibt nicht viel anderes übrig, als hier auf den Punkt zu zeigen. Absolut korrekte Entscheidung. Aus Elfmetern ist das dann natürlich eine Sache für David Mensa und der lässt sich das gegen Torwart Luis Rothart nicht nehmen, verlädt den Freisinger Schlussmann und sorgt nach 10 Minuten für das 1:1. Es ist also alles wieder ausgeglichen. In der Folge übernimmt Schwabing die Spielkontrolle immer wieder über Simon Wächter. Simon Wächter, klasse gemacht, das Außennetz. Verhindert die Gästeführung, verhindert, dass Schwabing hier das Spiel dreht. Das passiert aber dennoch in der 23. Spielminute. Denn Torwart Luis Rothart hatte David Mensa völlig unbedrängt eingeladen. Der bediente dann Marco Würsing und der bedankt sich in Form eines Tores. FC Schwabing jetzt also vorne und mit der Führung im Rücken wurden die Gäste dann nochmal stärker. Immer wieder über Simon Wächter und am Ende der Kette steht David Mensa. Da fehlte nicht viel, fast das 3:1 nach circa 30 gespielten Minuten. Doch Eintracht Freising wirkt sichtlich verunsichert, allen voran Torwart Luis Rothart, der macht hier den nächsten Fehler und wieder wird es bestraft. Sein Pass in Richtung Leon Klingseisen wird abgefangen von Domenico Fabiano und der Rechtsaußen macht das dann richtig gut, vollendet eiskalt im kurzen Eck zum 3:1. Kurz vor der Pause dann aber auch nochmal etwas zu sehen von den Gastgebern, mal wieder etwas zu sehen von Eintracht Freising. Felix Fischer mit diesem Abschluss, der geht allerdings neben das Tor und so bleibt es zum Seitenwechsel beim 1:3. Und in der Pause scheint Trainer Massimo Foraterra die richtigen Worte für seine Freisinger gefunden zu haben, denn diese sind kaum noch wiederzuerkennen und erwischen einen klasse Start in den 2. Durchgang. Luca Brotloff bedient Felix Fischer und der Kapitän bleibt vor dem Tor eiskalt nach 63 Spielminuten, also der Anschlusstreffer. Und Freising bleibt auch in der Folge richtig gut im Spiel. Von der schwachen Leistung aus dem 1. Durchgang nichts mehr zu sehen. Leonard Czorluka mit diesem Abschluss. Schwabing wird inzwischen tief in die eigene Hälfte gedrängt. Wir springen in die Schlussphase, 85. Spielminute. Und nach einer Ecke kommt Samuel Glogowski zum Abschluss. Und markiert tatsächlich noch den Ausgleich. Er war ja zur Pause für Achilleas Sota gekommen und belohnt sich hier für einen beherzten Auftritt seiner Mannschaft in Durchgang Nummer 2. Und der SC Eintracht Freising hatte mit diesem Unentschieden noch nicht genug. Nein, jetzt wollte man die 3 Punkte zu Hause behalten. Luca Brotloff mit der Chance aus 4:3 und Dimitrios Koros rettet in allerletzter Sekunde den Punkt. Denn am Ende bleibt es beim 3:3 in einem spektakulären Spiel in der Bezirksoberliga 3 der A-Junioren. Trennen sich Eintracht Freising und FC Schwabing am Ende mit einem Unentschieden.